Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Rätselrunde. Wir sind schon mittlerweile bei Tag 57 oder so ähnlich oder 58 oder irgendwas vor 60, würde ich sagen. Und ja, ich habe mich bisher gut gehalten und deswegen werde ich auch versuchen, das weiter so zu tun. Schauen wir mal, was wir hier heute für schöne Sachen haben. Wir haben botanischen Begriff. Ist leider nicht Baum. Schade. Atem ist auch der Odem. Ah, das klappt schon besser. Ein Spiel spielen, zocken. Ha, damit kenne ich mich aus. Dorn ist ein Begriff aus der Botanik. Wer hätte das gedacht? Ja, es ist so. Birkengewächs ist die Erle, wie es aussieht. Was haben wir noch? Frauenname Imke. Ja, klar, natürlich. Liebesknochen, oh, so hätte ich das erkannt. Süßes Gebäck oder sowas war das schon mal. Ich glaube, Posen ist... Nee, Posen war polnisch, ne? Dosen... Mosen... Bosen. Bosen war's. Frauenname Anna, natürlich. Film mit Keanu Reeves. Ja, kommt auch demnächst wieder ein Teil ins Kino. Nach sehr vielen Jahren. Ich muss sagen, der erste Teil war tatsächlich mal einer meiner Lieblingsfilme. Und ich werde mir den neuen auf jeden Fall mal angucken. Ich will mal wissen, wie der aussieht. Also so vom Trailer her sieht es ja ganz nett aus. So, chemisch, reaktionsträge. Inert nennt sich das. Aus irgendeinem Grund. So, römischer Gott könnte momentan noch alles Mögliche sein. Dorfwiese ist der Anger. Weiß ich noch, da haben sich welche von Pete's Meat mal ein bisschen schwer getan mit diesem Wort. Dadurch habe ich es gelernt. Nein, Quatsch. Also, das kannte ich auch vorher, aber ich hätte es auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht so schnell gehabt. So, machen wir mal den Autor von Faust hier rein. Vorzeichen ist, weiß ich noch nicht. Achso, plus, minus, geteilt mal, nein. Machen wir erstmal late. So, dann der römische Gott. Gerbenmittel. Ach, das schon wieder. Ach, griechische Vorsilbe Blut haben wir hier. Hausflur ist, nee. Das war's schon mal nicht. Was war denn das nochmal? Unterrichten ist erstmal lehren. Der Ehren oder so. Der Ehren war das, genau. So. Nam, nam, nam. Ich hatte heute eine Tüte Gummibärchen, da war ein Ring drin. Englisch für Jargon ist Slang. Produktstrichcode. Ja, wie hieß das Ding? Lehrer der Anatomie. Anatologe. Nein. Sole. Ja. Englische Insel. Man. Isle of Man. Streichinstrumente sind Geigen. Haben wir auch. Russischer Frauenname. Mila. Nein. Mila Jovovich zum Beispiel. Mutter des Zeus. Ja. Machen wir erstmal hier Alf. Und die Mutter des Zeus war nicht Hera. Ich weiß nicht, ich denke immer an Hera, wenn ich an Zeus. Warum auch immer. Beweggrund. Anlass. Das haben wir. STD ist Stunde. Absicheln. Scheren? Nee. Fischart. Alet. Hatten wir öfter schon mal. Lichtbündelungsgerät. Absicheln ist Sensen. Da haben wir es doch. Anlage ist das. Schlagwort im Internet. Hashtag. Ja, Tatsache. Ist Nala? Nee. So, machen wir erstmal den Lachs hier voll.
den haben wir. Stadt in Kolumbien. EAD? Nee, EA. Ach, was war denn dieses Ding, dieser Strichcode? Mala ist es nicht. Bala ist es nicht. Kala ist es nicht. Tala. Sala. Ich muss echt mich fragen, was meinen die? Rala? Gucken wir mal, was wir sonst noch so haben für Worte, Vorzeichen. Gab es ein... Ah, natürlich, Apollo. Das war's. Ja, Vorzeichen. O-N. Oh Gott, Blut, griechische Vorsilbe Blut. Das klingt ja nach was, was in der Medizin vielleicht Anwendung findet. Also hier haben wir oben erstmal Allah, Bodenart, Land, Sand meinen die. Laser war hier das Wort, was gesucht wurde. Und jetzt wird es für mich schwierig. Leer Anatom, ein Anatom. Ist das okay? Was ist denn eine Bluttransfusion auch im? Weiß ich nicht. Weiß ich tatsächlich gerade nicht. Und ich frage mich, was das, was die, dieses Vorzeichen hier bedeuten soll. Ein O. Omen. Ein Acht. So ein Vorzeichen. Oh, ich dachte jetzt gerade im mathematischen Sinne. Hämoglobin und sowas gibt es ja hier. Deswegen dachte ich auch an Lohe. Lohe ist wirklich ein Gerbmittel. Kati. Kapi. Pala. Nee. Kaki. Was ist denn die kolumbianische Stadt? Fala. Dala. Sala. Ala, Kai, Kaki, Kavi, Kani, Kami, hatten wir doch alles schon. Ich gehe jetzt wirklich einfach mal die Buchstaben durch und gucke, was stehen bleibt. Wo ist denn dann... Das kann doch nicht wahr sein. Habe ich nicht alles schon durch mittlerweile? Lala, Kali. Ehrlich? Ich hab noch. Ich kenne keine russische Frau, die Lala mit Vornamen heißt, aber wenn die das so sagen, dann. Mal davon abgesehen, dass ich jetzt nicht so viele russische Frauen kenne, tatsächlich. Mensch, hätte ich nicht gewusst, dass das ein russischer Frauenname ist. Lala. Ist das auch die Namensgeberin für Lala Land? Machen wir mal hier weiter. Gebärde. Was ist denn die Gebärde? Ist die Geste. Verstehst du? So, der nautische Begriff, See oder Schiff. See ist es nicht, aber Re ist es auch nicht. Ist Le? Le ist okay. Sehr schön. Sultanat in Borneo und Nation ist ein Staat. Das ist, klar. Und das war jetzt kein Reim. Aber auf, also der Reim für Courage wird gut, denn es ist Mut. So, australischer Laufvogel. Auch bekannt als Emulator ist die Langform davon. Nein, ist es nicht. Emulator ist was anderes. Schmaler Gang. Ist eine Tram. Nein, das reimt sich ja fast, aber nicht richtig. Machen wir doch erstmal hier ein Date, weil es geht. Jetzt ist nun. Und ich würde mal sagen, ich sollte mal lieber das Lösungswort erraten. Unantastbar. Okay, habe ich. Der Buchstabe ist mir klar. Inhaltslos ist auch klar.
Was haben wir noch? Hier, zweifach. Okay, ja. Egal, ob es das eine oder das andere ist. Hier kommt wahrscheinlich ein I hin. Weißes Messgewand. Oh Gott. Magnetende. Ja, das weiß ich wieder. Okay, ja. Ich würde sagen... Was ist das? Dritte Form von haben. Okay, ja. Okay, ich gucke mal, was die 7 sein soll. Aufruhr. Radau? Nee. Ozean ist Meer. Teil der Treppe ist die Stufe. Okay, ja. Dann muss das hier ja eigentlich ein poetisch Frühling. Was war denn das nochmal? Der Lenz. Brillanz? Brillanz? Aber Brillanz schreibt man doch mit einem I drin, oder? Wenn man davon redet, dass jemand brillant ist. Also gibt es auch die Brillanz, aber das ist was anderes, weil hier Brillanz. Gucken wir mal, ob es stimmt. Gehen wir mal rückwärts durch. Der Lenz, wer kennt's? Ich. Nein, Aufruhr ist die Unruhe. Ja. Auf Ruhe reimt sich Schuhe, wollte ich nur mal gesagt haben. So, dann haben wir hier dritte Form von haben es hat. Ans stimmt schon mal also. Elendsviertel ist der Slum. So. Und damit haben wir Lanz am Ende. Ja, damit habe ich mir doch definitiv eine Einladung in eine Talkshow verdient. Nein. So, jetzt haben wir Doppel-L und an Ans. So, jetzt kommt die 3 dran. Zweifach ist B oder die. Hätte beides ein I am Ende gehabt. So, inhaltslos ist natürlich leer. Und dann die Rebe ist der Teil des Weinstocks. Easy. Außerdem gibt es hier noch Tabu. Das ist unantastbar. Stockwerke sind Etagen. Eigentlich alles einfach. Onkel. Wie hieß der denn nochmal? Ungekocht ist erstmal roh. Pachten. Mieten. Ja, wer pachtet, der mietet sozusagen auch. Aber. So, was haben wir? Referie, Kurzwort, Schiri. Na. Oheim. Der Oheim ist der Onkel. Genau, und dann ist das H da. Abtrünniger ist ein Renegat. Oder Renegade im Englischen. Schmaler Gang, ist das wirklich die Tram? Gucken wir mal. Portale sind Tore. Grobe Pfeile. Raspel. Natürlich. So, Erdium. Nee, Erbium. So, und damit haben wir Trum. Was auch immer. Extrem. Ja, werden wir gleich sehen. Bernsteinfarben. Rötlich-braun. Hell, glänzend. Nein. Teil der Treppe war die Stufe. Das ist... Ach, ich hab's gleich. Nee, hab ich nicht. Gipfelwärts. Hinauf. Lauf. Deutscher Fluss ist die Elbe, also wird das nichts mit hinauf. Bergauf. Nee, bergab. Bergab würde passen, aber das passt nicht zu dem... ja. Schiff in Gefahr ist Seenot. Ja, Tonintervall ist Terz. Das ist kein Scherz. Flachsabfall.
ich weiß, was Flachs ist, aber ich weiß nicht, was der Abfall davon, wie der heißt. Momentan. Kosename. Süße. Huch. Na toll. Elen? Elch? Noch nie gehört von. Noch nie gehört. Also vom Elch schon, aber so, früher ist eher. Und dann fehlen uns nur noch ein paar kleine Wörter. Extrem. Mega. Ja. Amber? Amber. Das ist diese Bernsteinfarbe. Genau. Gipfelwärts. Also eigentlich. Ach, oder vom Gipfel aus sozusagen. Bergab. Bergab. Nee. Berg an. Okay. Gut, nehme ich so hin. So, außerdem das Sultanat ist Brunei. Ich habe keine Ahnung, was der Flachsabfall ist, deswegen muss ich wieder raten. Ist definitiv kein Berg, wie es aussieht. Nerg? Lerg? Erg? Örg? Irg? Das sind komische Worte. Terg? Zerg? Huch. Zurg. Ist auch nicht schlecht. Werk. Okay, Werk mit G ist Flachsabfall. Ich will mir mal Werk angucken. So. Was ist das? Was ist das? So sieht Werk aus anscheinend hier. Wie dieses Bild. So, so. Und dann gibt es noch einen Florian Ulrich Werk. Der arme Kerl ist jetzt in meinem Video drin. Ja, ja. Ich möchte eigentlich keinen Reim über ihn machen, aber der Florian Ulrich Werk ist vielleicht ein Zwerg, man weiß es nicht. Man kennt ja nur, man kennt nicht die Größe, man kennt nur das Gewicht. Was? So, und dann Brillanz. Was ist Brillanz ohne das? Meisterhafte Technik bei der Darbietung. Also Brillanz, Brillanzstrahlung. In der Optik gibt es die Brillanz. Okay. Oder wird Brillanz... Moment, ich gebe das mal ein. Das ist ja interessant. Ich habe das immer mit einem I irgendwie, aber okay. Ich habe das mit einem I im Kopf gehabt. Es ist schön, das mal zu wissen, dass Brillanz und es ist dann auch der Brillant... Da muss ich jetzt mal gucken. Warte mal, Brillant? Brilliant Diamond gibt's ja, aber... ja, Brillant ist im Deutschen auch ohne I. Oh, das ist ja fies. Jetzt muss ich mir noch zwischen Deutsch und Englisch da einen Unterschied merken. Hilfe. Ja, im Englischen heißt es Brilliant und da ist ein I dabei, tatsächlich, ja. Oh, das ist schlimm. Das ist echt schlimm. Für diese ganzen... Leute, die nicht einfach nur Deutsch sprechen und schreiben und lesen wollen. Die müssen sich zwei Sachen merken, wie es aussieht. Na, jedenfalls, damit haben wir es wieder geschafft. Es ist mal wieder ein Kreuzworträtseltag um. Es war mal wieder schön, es kamen schöne Worte dabei rum und ich habe gelernt, was Werk ist und vor allem, dass man bei Brillanz aufpassen sollte, dass man kein I dazwischen mogelt. Ganz wichtig. Und damit verabschiede ich mich und verabschiede euch in den Feierabend, in den Rätselfeierabend. Und ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal wieder. Tschüss auf jeden Fall erstmal.